Lexa und Trisha haben die Schule geschwänzt, um sich so richtig cool zu fühlen. Gemeinsam hängen sie auf der Straße ab und leben planlos in ihren Tag hinein. Und was hast du dann zu ihm gesagt? Ich hab zu ihm gesagt, Hasan, das ist türkisch und heißt, willst du mit mir gehen? Weißt du, ob du es wusstest? Lexa, du bist voll so schlau. Du brauchst voll nicht mehr in die Schule. Ja, und so sind wir zusammengekommen. Trisha, ich wusste sofort, dass das der Mann meines Lebens ist, verstehst du? Voll romantisch und so. Und seit wann seid ihr jetzt nicht mehr ZSM? Seit 10 Tagen. Und wann seid ihr ZSM gekommen? Vor 11. Und bei dir so, Trisha, meine beste Freundin, was geht in deinem Leben so? Ich hab ein Lipgloss auf dem Markt. Halt die Fresse, komm, lass nur Leute pranken. Was? Oh nee, das machen wir doch jeden Tag. Trisha, ich sag immer, nutze jeden Tag, als ob's dein erster wäre, verstehst du? Gut, aber fang du an. Entschuldigung! Hast du dir das Kennzeichen gemerkt? Was? Na, vom Lastwagen, der über dein Gesicht gefahren ist. Fischer, der war gut, oder? Hab ich ihn gut verarscht? Fischer! Ja, ist schon witzig. Den nächsten machst du, okay? Du kannst es aber viel besser als ich. Mir fällt immer nicht so was Lustiges ein. Fischer, bist du ein Mann oder eine Maus? Ist das eine Fanfrage? Los, da vorne kommt einer. Los, gib ihm! Gib ihm! Du Doofkopf! Dein Ernst, Trisha? Guck mal, der reagiert nicht mal! Ja, was soll ich denn sonst machen? Ey, hör mal! Dein Gesicht auf der Briefmarke und die Deutsche Post geht pleite! Alter, hab mal ein bisschen Respekt! Ich hab dich gerade beleidigt! Lexa, irgendwas stimmt doch nicht mit dem. Ich weiß, was er will! Er will ein Dance Battle! Lexa, seine Moves sind viel geiler als deine. Halt die Fresse! So sieht's aus, Jung! So sieht's aus, Jung! Lexa, ich glaub, der war gehörlos. Als ob! Also, der nächste, der kommt, ist deiner, ja? Da vorne ist jemand. Ach komm, Trisha, das ist doch einfach. Ich weiß nicht. Ein Rollstuhlfahrer zu beleidigen, das ist doch ein Elfmeter ohne Torwart. Mach lieber du. Ey, du da! Ja? Wer bleibt trotz guter Noten in der Schule immer sitzen? Ein Rollstuhlfahrer. Nein, ein, ja doch, das stimmt. Oder kennt ihr den schon? Womit kann ein Rollstuhlfahrer niemals berühmt werden? Mit Stand-up-Comedy. Versteht ihr? Mit Stand-up? Hast du den gecheckt? Nein, Mann, ich kann kein Englisch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dieses Video haben wir zum Barrierefreitag der Aktion Mensch gedreht, anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber eigentlich geht es nur darum, dass es Barrieren gibt. In meinem Alltag zum Beispiel sind das Treppenstufen oder kaputte Aufzüge. Und es gibt dann auch noch Barrieren in unseren Köpfen. Die sind einfach da drin und die können wir abbauen, indem wir einfach aufeinander zugehen und uns begegnen. Und das haben wir heute gemacht. Klickt jetzt gerne unten in die Videobeschreibung, da findet ihr das Video aus dem letzten Jahr und noch Making-of, was wir hier gemacht haben und Interviews. Und zum Schluss sagen wir jetzt nochmal, wir wünschen euch eine schöne Adventszeit und ganz viel Schnee. Tschüss! Tschüss!